Wow! Die sind aber hart. Die Schalen mitzuessen ist auch nicht so schlau, Norman. Ja, nur das Innere. So geht das. Oh. Gar nicht schlecht. Sarah und James haben Charlie geholfen, sie am Strand zu sammeln. Ich habe mehr gefunden als Sarah. Ja, weil du den Glückseimer hattest und meine Muscheln auch noch dazu genommen hast. Nein, die habe ich alle im Sand gefunden. Nachdem ich sie verloren hatte. Sowas passiert einem eben, wenn man keinen Glückseimer hat. Vielleicht könnte ich ja auch mal irgendwann mitkommen zum Muschelsammeln. Wir könnten alle nachher zusammen an den Strand gehen. Aber erst, wenn Ebbe ist. Ja. Oh, diese Rettungsscheren sind genial, Sam. Kann ich die auch mal irgendwann bei einem echten Rettungseinsatz benutzen? Naja, hoffentlich nicht zu bald, aber dann darfst du sie bedienen, Elvis. Hoho, die könnte nützlich sein, wenn du wieder den Braten verkohlen lässt. Da, 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 da. Hey, das Licht ist plötzlich aus. Ich bin eingeschlossen. Ich muss Hilfe rufen. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Mike Flood in seinem Wagen eingeschlossen? Komm, Elvis! Zum Haus der Floods, Sam! Mike Flood ist in seinen Transporter eingeschlossen! Türen gehen nicht auf! Keine Angst, Mike. Das haben wir gleich. Wir haben dich da im Handumdrehen raus. Elvis, warte. Was hast du vor? Du meintest, ich darf die Rettungsschere beim nächsten Mal benutzen. Ja, wenn es nötig ist. Hier müssen wir die Bretter doch nur wegnehmen und die Tür ganz normal aufmachen. Danke, Sam. Ich dachte schon, ich komme da nie wieder raus. Aber Mike, solange wir da sind. Das ist meiner. Jetzt bin ich dran mit dem Glückseimer. Nein, ich hatte ihn zuerst. Du hattest ihn schon letztes Mal, das ist gemein. Gib ihn mir. Ach, hört auf, ihr zwei. Die Eimer sind doch wirklich alle absolut gleich. Nein, Dad. Wer den Glückseimer hat, der fängt natürlich am meisten. Wie kann ein Plastikeimer Glück bringen? Viele Dinge können Glücksbringer sein. Wie dieser Glücksanhänger hier. Na, dann nehme ich am besten den Glückseimer. So gibt es bestimmt keinen Streit darüber. Stimmt, Norman. Eine sehr gute Idee. Dad! Was? Jetzt ist Norman dran. Er hatte den Eimer noch nie. Jetzt sammle ich mit links noch viel mehr als Sarah und James zusammen. Ich glaube, dieser Eimer bringt überhaupt kein Glück. Aha! Au! Schade, dass wir heute keine Krebse sammeln, Norman. Warte, ich helfe dir. Die Muscheln kleben an den Felsen. Du kriegst sie leicht ab mit einer kleinen Drehung. Siehst du? Dad, James will meine Muscheln wegnehmen. Tue ich gar nicht. Also jetzt ist es aber gut. Immer müsst ihr euch streiten. Dad! Dieser Eimer bringt mir ja tatsächlich Glück. Nur weil du all unsere Muscheln gekriegt hast. Das ist kein Wettkampf, versteht ihr? Denn nachher legen wir alle zusammen. Was stellst du denn nun wieder an? Gar nichts, Mom. Gar nichts? Mit meinem Besen?
Und das ist meine beste Wolldecke. Mom, ich gehe zelten. Ich brauche die Sachen unbedingt. Wie soll ich denn ein Zelt bauen ohne einen Besen und eine Decke? Wie bitte? Oh, Norman, Camping ist gefährlich, sehr unsauber und... Camping macht Riesenspaß. Oh, hallo, Trevor. So eine Überraschung. Ich liebe Camping. Nichts als Natur, dazu diese herrlich frische Luft. Ich war früher bei den Pfadfindern, weißt du? Tatsächlich? Sie sahen bestimmt süß aus in kurzen Hosen. Aufgepasst, Männer. Und du auch, Penny. Es ist Frühlingszeit und wir wissen wohl alle, was das bedeutet. Dass alles blüht? Unsinn, Quitlington. Es bedeutet Zelte, Wanderer und Picknick. Und das bedeutet eine erhöhte Feuergefahr. Waldbrände, Flächenbrände. Und jede Feuerart verlangt besondere Vorgehensweisen und besonderes Löschgerät. Wieso ist die Schaufel so wabbelig? Das ist eine Feuerpatsche zum Ausschlagen der Flammen. Ach so? Sag mal, Norman, hast du schon jemals in einem echten Zelt geschlafen oder auf einem echten Lagerfeuer Essen gemacht? Klar, ganz oft sogar. Ist doch ein Kinderspiel. Oh, das stimmt nicht. Du wolltest im Garten schlafen einmal und als es dunkel wurde, kamst du zitternd rein. Oh, Mom, da war ich erst 3. Na, Norman, wie wäre es, wenn ich dich mal auf eine hübsche Campingtour mitnehmen würde? Ja, super wäre das. Und wann fahren wir los? Na, wie wär's denn dieses Wochenende, wenn du so drauf versessen bist? Oh ja, Trevor, das klingt wundervoll. Der Sternenhimmel kann so romantisch sein. Wann fahren wir? Aber ich... Oh ja, ich bin ganz verrückt nach Natur. Das stimmt nicht, Mom. Hallo, Trevor. Sag mal, weißt du auch, worauf du dich da einlässt? Natürlich, Sam. Ich bin schließlich ein sehr erfahrener Abenteurer. Ich weiß, wie man sicher Feuer macht. Das habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Tut mir leid. Ich wollte nicht deine Fähigkeiten anzweifeln. Ich meinte Norman Price. Oh ja, ich weiß Bescheid. Norman, komm sofort her und hilf mir mit den Koffern. Das wird bestimmt richtig lustig. Schönes Wochenende. Vielleicht sollte ich lieber die Bergwacht vorwarnen. Nur um ganz sicher zu gehen. Campen kann sehr gefährlich sein, Mom. Man muss die ganze Zeit aufpassen. Vor allem möglichen. Zum Beispiel Wildkatzen. Wildkatzen? Natürlich zwingt dich niemand, hier zu bleiben, wenn du nicht willst, Mom. Hören Sie nicht auf Norman. Es gibt doch gar keine Wildkatzen in den Ponty-Pandy-Bergen. Wer weiß. Und wenn sich hier Tiere, die aus dem Zoo ausgebrochen sind, verstecken? So ein Unsinn. Ich habe im Fernsehen was über einen riesigen Löwen gesehen, der jahrelang so unterwegs war und jede Nacht hörte man ihn brüllen. Rawr! Dann bleiben wir dicht beim Wagen. Na gut, das kannst du natürlich gern tun. Oder Trevor bringt dich gleich nach Hause. In der Zwischenzeit suche ich mir einen schönen Platz zum Zelten. Und sorgt euch bloß nicht um mich. Ich weiß, wie man mit wilden Löwen fertig wird. Norman, warte doch! Oh, ein Löwe! Das ist doch nur Norman. Oh, vielen Dank, Trevor. Komm mit, Mom. Wir sammeln jetzt lieber Feuerholz. Also ganz ehrlich, Dillis, es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Die größte Gefahr hier draußen sind die Menschen. Sie verursachen die meisten Waldbrände. Waldbrände? Ja, darum bin ich ja auch schon beim Aufbauen des Lagerfeuers sehr vorsichtig. Hey, so Camper haben mal einen Waldbrand erst mitgekriegt, als ihr ganzes Zelt bis oben hin voller Rauch war. Alles in Ordnung bei euch, Tom? Ja, Sam, hier ist alles bestens im Moment. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass Trevor heute Nacht dort zeltet. Mit Norman Price. Alles klar, Sam. Gut zu wissen. Ich halte die Augen auf. Na, das hätten wir. Ich denke, das Feuer ist jetzt heiß genug zum Essen machen. Wir brauchen nur noch den Topf und was Leckeres, was wir darin kochen. Oh, Feuer! Ein Waldbrand! Die Bäume stehen in Flammen! Oh, ja! Komm schnell! Alles sofort in den Wagen! Mom. Nein, Dillis! Hier lang! Norman? Norman!
Norman Price, ich habe eine Aufgabe für dich. Na, 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 hoppla. Wo willst du denn gerade so schnell hin, Norman? Aha, da steckst du. Vielen Dank, Gwendolyn. Fast wäre er mir entwischt. Hier, Mike, das ist die Liste mit den wichtigsten Aufgaben. Kommt ihr beide auch wirklich klar? Natürlich, Mom. Ich passe auf Dad auf. Haha, sehr witzig. Wie? Helen? Das kann unmöglich stimmen. Ciao, Mom. Viel Spaß bei dem Kurs. Es gibt viel zu tun in diesem Haus, mein Lieber, und ich werde nicht länger alles machen. Du hebst jetzt deine Schmutzsachen auf und tust sie in den Schmutzwäschekorb. Aber ich weiß ja nicht mal, wie der Schmutzwäschekorb aussieht. Er steht im Badezimmer hinter der Tür. Echt? Ist mir nie aufgefallen. Der Schmutzwäschekorb, Norman Price. Oh, aber der Korb ist ganz geschlossen. Da ist der Deckel. Oh, nur, wie kommen die Schmutzsachen da bloß hinein? Oh, na, das kriegst du schon noch heraus. Und obendrein erwarte ich, dass du den Korb in den Keller bringst, um die Wäsche auch zu waschen. Was? Mom! Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, mein Bett gemacht und alles gesaugt. Und das bedeutet, ich bin fertig. Dann möchtest du doch ganz bestimmt noch ein bisschen bügeln. Nein, danke. Ich bin mit Norman zum Skaten verabredet. Hier ist Radio Conti Pendi mit den neuesten Hits. Wird das da unten auch was, Norman? Es sind sehr viele Sachen. Das werden bestimmt zwei Waschmaschinen voll. Bestimmt nicht. Das ist doch kinderleicht. Na bitte. Alles erledigt. Bis später, Mom. Ich treffe mich mit Mandy. Aber komm rechtzeitig zurück, um die zweite Maschine anzumachen. Norman! Guten Morgen, Elvis. Das wird ein super Tag. Hallo, Dillis. Ich brauche dringend einen Mob. Psst. Hörst du das? Was kann das bloß sein? Oh, ja. Klingt fast wie ein Wasserfall. Oder mehr wie... Die Waschmaschine! Oh, Krankenschwester müsste man sein. Dann wäre ich jetzt auch weggefahren zu so einem Kursus und müsste hier nicht ewig bügeln. Ja, Doktor, ganz richtig. Dieses Hemd hat einen schlimmen Fall von Knopferitis. Und nur mit einer sehr kniffligen Operation können... Schwester Flatt, Notaufnahme. Helen? Deine Stimme klingt so komisch. Ist Mike da? Ja, ich bin's. Oh, Mike, komm schnell her. Norman hat die Waschmaschine zerstört. Halb so wild, Dillis. Ich bin unterwegs. Ha, schön, wenn die Arbeit ruft. Elvis, was tust du? Den neuen Wischmob austesten natürlich. Und damit du es weißt, Penny, ich werde nur noch vorwärts gehen, damit es keine Unfälle mehr gibt. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman! Oh, was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Oh. Und jetzt wirst du Mike ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei
ihm waschen dürfen. Viel Spaß, Norman. Ich werde mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Tja, und zuletzt noch an den beiden schrägen Linien falten und dann die beiden Flügelspitzen aufstellen. Das ist doch kinderleicht. Superpilot Norman Price ist mit seinen Maschinen bereit zum Abflug. Ach, guten Tag, Dennis. Norman. Hey, Feuerwehrmann Sam, guck mal. Ach, wir haben heute keine Zeit für deine Flausen, Norman Price. Heute ist großer Feuerschutztag und Feuerwehrmann Sam und ich haben noch viel zu tun. Immer herein, meine Herren. Und nicht auf Norman achten. Tut mir leid. Feuerschutz geht eben vor. Machen Sie sich keine Sorgen, Dillis. Das ist nur eine Routinekontrolle, damit Ihr Supermarkt auch wirklich sicher ist. Denn darum geht's am Feuerschutztag, um Sicherheit. Hauptfeuerwehrmann Steele, würden Sie bitte die Leiter festhalten, während ich den Rauchmelder teste? Aber sicher. Denn sicher ist sicher. Testen Sie Ihre Rauchmelder auch regelmäßig, Dillis? Oh ja, ganz regelmäßig. Oh, was ist denn das für ein Piepen? Und das ist der Testalarm. Der Rauchmelder funktioniert also einwandfrei. Verflixter Funkenflug, was war das denn? Oh Gott, Hilfe, eine Fledermaus greift mich an. Oh Gott, hol sie doch mal. Ach, Mom. Norman Price. Oh nein. Hilfe, schnell. Nur die Ruhe, Dillis. Das ist überhaupt keine Fledermaus, sondern... Oh, wie bildschön. Oh, Feuerwehrmann Steele, Sie sind zu freundlich. Was? Nein, als ich bildschön sagte, da meinte ich... Wenn diese Sache geklärt ist, fehlt nur noch eins. Der Notausgang muss geprüft werden. Sehr dringend sogar. Oh. Fein. Der Notausgang funktioniert. Von Papierfliegern hat der Hauptfeuerwehrmann keine Ahnung. Irgendjemanden muss es doch geben, der sich für meine tolle Flugschau interessiert. Soweit ist alles in Ordnung, Dillis, aber du solltest vorsichtiger mit den alten Verpackungen sein. Papier und Pappe fangen leicht Feuer und lösen Brände aus. Ach, was würde ich nur ohne Sie beide tun? Zu einem Tässchen Tee sagen Sie doch jetzt nicht nein. Ich meine, vielen Dank, Mrs. Price. Ich denke, Sam und ich sollten jetzt weiterfahren. Wir haben noch viel zu erledigen heute. Hä? Au! Wie kommt denn der hierher? Norman Price! Oh nein, nicht schon wieder! Ich dachte, heute wäre Feuerschutztag, nicht Norman Price Verfolgungstag. Wenn ich nur einen Ort wüsste, wo Hauptfeuerwehrmann Steele mich nicht stört. Ah, wer hat schon mal von einem Feuerschutztag in einer Feuerwache gehört? Hier wird mich Hauptfeuerwehrmann Steele nicht stören. Das ist das allerbeste Flugzeug, das ich je gebaut habe. Jetzt fehlt nur noch jemand, der etwas von Papierflugzeugen versteht. Schnippti schnapp Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh, nein! Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price, hä? Gar nichts. Na ja, eigentlich wollte ich dir was vorführen. Was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppedi, hoppedi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, ja, ich mach auch. Schnippti schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch.
Und dein Bruder ist da hoch und hat ihn gerettet, Charlie. Sam ist ein großer Held, nicht wahr, Tiger? Feuerwehrleute sind sehr mutig. Was ist denn mit Fischern? Fischer sind auch mutig. Oh, natürlich sind sie das. Ja, Dad! Du bist unser Held. Tja, na, dann gehe ich jetzt mal los. Richtig schöne, große Fische fange ich. Oh. Sarah! James! Hey, ihr zwei, Sarah. Hört mal! Wir suchen Schauspieler! Mhm. Wir brauchen Fischer Charlie! Keine Panik! Ich bin unterwegs! Es wird alles wieder gut! Ja, keiner ist so toll wie Charlie! Warum kannst nur du der Held sein? Weil ich der Star in diesem Film bin. Ich hatte die Idee zuerst. Charlie, alles in Ordnung? Nein, ich meine, ja, ich muss los. Bis nachher, Gwendolyn. Ich habe eine super Idee für mein Kostüm. Wartet hier, ich komme gleich wieder. Bist du das, Norman? Ich bin in der Dusche. Entschuldigung, Mom. Tada! Was soll denn das bitte darstellen? Mein Kostüm. Ich bin ein Superheld. Oh, wo ist denn der Vorhang vom Badezimmerfenster? Norman? Ja, ich habe eine tolle Idee. Sarah kann so tun, als ob sie in Schwierigkeiten ist. Und ich rette sie dann. Achtung! Und Action! Norman! Die Kommandos gebe ich! Immerhin ist das meine Kamera. Oh, bitte, Mandy. Du kannst nicht alles machen. Na klar, schon gut. Action! Haha, hier bleibst du nun auf dieser Insel und niemand wird deinen Rufen hören. Hahaha! James! Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Ha, keine Angst, Norman Man ist da. Ich rette dich. Moment noch. Norman Man? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Komm schon, Norman Man. Wir warten alle. Hilfe! Oh, bitte rettet mich! Hilfe! So rettet mich doch! Rühr dich ja nicht, Sarah! Hilfe, Fischer Charlie kommt zur Rettung! Hilfe mir! Hilfe! Hilfe! Oh, bitte rettet mich doch schnell! Alles klar, ich bin jetzt bereit. Aber ich nicht! Ich muss erst die Kamera wieder einschalten. Her, um mich zu retten oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah! Norman Man ist da! Norman! Hör auf mit dem Quatsch! Du bist nicht wirklich ein Superheld! Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam! Hilfe! Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Hilfe!
ein Glück, Sam Penny. Was ist denn passiert? Ja! Norman? Norman! Norman Price, stell sofort das Ding aus! Hm? Du weißt doch, was ich für empfindliche Ohren habe. Und wie sieht überhaupt dein Zimmer aus? Räum doch bitte auf. Geht nicht. Mandy und ich wollen einen Bergadler finden. Das sind nämlich ganz coole Vögel. Bis später. Wenn man Vögel entdecken will, darf man nicht so viel Lärm machen. Hallo, ist Mandy. Hi, Norman. Bis später. Und los geht's. Na, ihr beiden, was macht ihr denn so früh hier oben? Wir wollen heute einen Bergadler finden. Seine Flügel sind so groß. Ja, genau. Das klingt ja wirklich spannend. Aber versprecht mir, vorsichtig zu sein. Einige Wege sind gesperrt, weil die Klippen brüchig sind. Also achtet auf die Warnschilder und befolgt sie auch. Machen wir. Vielleicht sollten wir Schnuffi mitnehmen. Schließlich ist er ein Rettungshund. Gute Idee, Mandy. Er wird gut auf euch aufpassen. Na komm! Psst, Schnuffi! Sonst verjagst du noch alle Bergadler, bevor Norman es tut. Hallo, Tom. Oh, hast du hier oben etwa eine Tierklinik eröffnet? Die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht. Aber unser Patient ist schon wieder gesund. Wird Zeit, wieder draußen rumzuflattern, was, Kleiner? Stell dir vor, Mandy und Norman suchen da draußen nach einem Bergadler. Den werden sie hier in unserer Gegend aber kaum finden. Ich weiß, aber versuch das mal Norman Price zu erklären. Er weiß doch immer alles besser. Da hinten! Das war kein Bergadler. Den hast du nämlich bestimmt schon längst verscheucht, Norman. Hab ich gar nicht. Ich weiß, was ich tue, Mandy. Ab hier ist der Weg gesperrt, Norman. Gehen wir lieber zurück. Unsinn, Mandy. Sieh dich doch um. Der Weg ist völlig in Ordnung. Was ist denn mit Schnuffi los? Vielleicht wittert er ja Gefahr. Ach, jetzt hör auf, Mandy. Er ist nur ein Hund. Ein Rettungshund. Hol das Stöckchen, Schnuffi. Siehst du? Schnuffi findet auch, dass wir nicht weitergehen sollten. Aber Hunde können doch noch nicht mal lesen, Mandy. Ich weiß, was ich tue. Wir sehen schon früh genug, wenn der Weg unsicher wird. Komm schon, hier finden wir den Adler bestimmt. Die haben ihre Nester gern an entlegenen Orten. Da! Hilfe, hier unten! Hilfe! Und jetzt flieg los, Kleiner. Och, was hast du denn, mein Kleiner? Du bist doch jetzt wieder ganz gesund. Also flieg zurück zu deinen Freunden. Los! Vielleicht hast du ihn zu gut gefüttert, Tom. Hey! Eigentlich machte sich der Vogel ganz gut auf deinem Kopf, Tom. Hopsendes Känguru, nicht schon wieder. Tja. Dem Piepmatz gefällt's hier eben, Tom. Denk dran, die Bergwacht ist nicht nur für Menschen da. Hilfe! 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 Es hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Schnuffi? Aber wer ist da noch? Oh nein! Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte!
Norman Price sitzt auf einem Felsvorsprung fest,